alle auf meinem Kanal Klein Thailand. Heute bin ich mit dem Motorrad ein bisschen unterwegs. Ich habe einen Tipp bekommen, gehen wir da hin, ist gar nicht so arg weit weg von uns. Ein wunderschöner Aussichtspunkt, ein weißer Buddha, der da steht oder sitzt. Und war ein bisschen abenteuerlich, das zu finden. Und auch die Strecke hierher war wirklich ein bisschen abenteuerlich. Aber ich habe Thais gefragt, geht mit dem Moped. Muss jetzt aber auch nicht weiter. Ich habe es jetzt gefunden. Er sitzt da einsam und alleine, gehe mal rauf. Ich meine, die Strecke habt ihr ja gesehen im Video. War jetzt nicht ganz so easy. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, wenn ich das, was ich im Moment schon vorab sehe, bin mal gespannt. Also hier ist wirklich außenrum nicht viel. Farmland auf jeden Fall mal. Hier habe ich den Buddha von hinten. Und jetzt gehen wir mal vorne raus und gucken uns die Aussicht an. Ich habe gerade auch noch gesehen, da hinterm Bambus auf der Seite, hier, da sitzt noch mal ein Buddha. Ich gucke mir das dann noch ein bisschen an.
kann euch aber leider dazu nicht viel sagen. Wie gesagt, ich bin auch das erste Mal da. Und wow, brutale Aussicht. Ist der Hammer. Ja, kann euch da leider nicht viel sagen. Ich habe es auch versucht, in Google Maps zu finden. Keine Chance. Von daher war es schon spektakulär, aber die Aussicht ist auch spektakulär, muss man sagen. Ich zeige es euch jetzt mal. Hier ist der weiße sitzende Buddha und der schaut in diese Richtung, das Meer raus, über Richtung Taplamu, Tumapao ist das irgendwie, und da hinten schaust du aufs Meer. Ist schon Wahnsinn. Und das da unten ist der Tempel. Also das ist ein ganz kleiner Tempel, komplett unscheinbar. Und scheinbar, wie ich es höre im Moment, ist da unten auch noch irgendwie ein Wasserfall. Muss ich auch mal noch schauen. Aber ich habe gerade eben auch gesehen, da sind relativ viele Hunde. Ich fahre mal da runter, parke da irgendwo und guck mal, ob die mal was machen, ob die mich fressen. Aber der Ausblick ist Wahnsinn, oder? Ah, du kannst bis auf Similan, ich sehe Similan ganz da hinten. Wahnsinn! Ist das arg? Warte mal, ich versuche das mal ranzuzoomen. Ich weiß nicht, im Moment auf meinem kleinen Display kann ich es nicht erkennen, aber vielleicht, wenn es ein größerer Bildschirm ist, erkennt man das auch weiter, geht halt nicht mit ranzoomen. Ich gehe mal davon aus, das ist Similan. Ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Ja, ich schaue jetzt mal nach dem anderen Buddha, der da hinten sitzt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin das erste Mal hier. Wege scheint es hier keine zu geben. Hier ist ein bisschen, ja, Bäume sind hier gepflanzt. Ich könnte mir vorstellen, es sind Durianbäume. Und ich kämpfe mir da einfach mal durch den Busch. Ja, das ist Palmöl, das hier steht. Ja, und hier sitzt noch einer. Ah, der guckt in den Baum. Fantastisch, ja? Was man so alles entdecken kann. Sitzt eine Schlange vorne dran. Und dann auf dem Sockel oben ist der Buddha. Ich habe noch meine Frau gefragt, ob sie mitfährt, aber ich glaube, die hätte gestreikt, hinten auf dem Motorrad drauf, hier hochzufahren. Nein, da fahren wir nicht hoch. Ja, aber es lohnt sich tatsächlich. Jetzt gehe ich noch mal kurz vor, guck mal noch mal den Ausblick an, weil das ist wirklich toll. Ich würde ja gerne bis zum Sonnenuntergang bleiben. Aber das ist mir dann, weiß ich nicht genau, ich muss da ja nochmal runter, muss auch den Weg wieder finden. Und das war nicht so ganz einfach. Ich fahre bestimmt nochmal rechts und links und rechts und links und dann falsch. Jetzt gehe ich nochmal runter. Ja, zu meinem Motorrad und fahre noch ein Stückchen weiter runter, wo der Tempel ist. Und dann schaue ich mal, ob ich dort nicht auch an den Wasserfall kann, ohne dass mir die Hunde, ohne dass mir die Hunde fressen. Jetzt bin ich ein Stück unterhalb vom Tempel und habe auch den Wasserfall gefunden, zumindest mal das Rauschen. Hier nebendran geht ein Weg dran vorbei. Da laufe ich jetzt mal hoch, vielleicht ist da noch ein bisschen mehr, weil das ist jetzt nicht gerade so berauschend. Ja, ist ein kleiner Bach, der hier, keine Ahnung, kanalisiert wurde. Mal gucken auf der anderen Seite, wo er dann wieder rauskommt. Ich laufe jetzt mal hier hoch. Ich meine, sowas macht mir echt Spaß. Das
könnte ich eigentlich immer machen. Sind ja lauter kleine Stufen eingebaut, liegen auch Rohre mit drin, was mit Sicherheit, keine Ahnung, für den Ort ohne vielleicht Wasserdruck erzeugt. Und hier sind dann lauter, ich gehe mal davon aus, das ist von den Mönchen die Behausungen, so kleine Hütchen. Oberhalb ist dann quasi der Tempel, aber das haben wir mir jetzt geschenkt wegen deiner Hunde. Gucken, vielleicht kommen sie ja nicht bis hier runter. Bis jetzt hat es es nicht interessiert. Ah, und da hat der Becke. Ja, da verzweigt sich das jetzt. Das heißt, die haben das hier aufgestaut. Ja, und hinter der Hütte hier. Die ist jetzt nicht mehr ganz so frisch. Da wird es dann wahrscheinlich weitergehen, irgendwie in den Dschungel halt. Aber für mich halt eben nicht im Moment. Ich gehe jetzt mal ein Stückchen runter, schaue mal auf der anderen Seite, wo es denn da wieder rauskommt, das Wasser. Und jetzt meldet sie sich wieder da oben, die Hunde. Das sieht alles irgendwie ziemlich neu aus, was die hier machen. Ah, da komme ich jetzt nicht rüber. Das ist mal zu glatt und mit den Turnschuhen. Aber interessant sieht es allemal aus, da hinten rein zu. Da muss ich mir mal Stiefel anziehen und dann kann ich da durch. Und ob es dann da einen Wasserfall gibt oder nicht, oder ob das dann so weitergeht wie hier, das kann ich natürlich von hier aus nicht sagen. Aber wohl, fällt mir. Okay, wenn euch gefällt, was ich hier mache, immer wieder, und ihr daran ein bisschen Spaß habt, würde mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch da lasst, ein bisschen Wertschätzung, meinen Kanal, YouTube-Kanal abonnieren. Und ansonsten, vielleicht bis bald in Thailand. Kommt einfach mal bei uns vorbei im Restaurant. Würde mich freuen. Können wir ein bisschen reden. Bis dann. Ciao.